relativ lange damit zugebracht, das Hotel leer zu looten. Ich sag nur 40 Stunden oder mehr für Kapitel 1, ja, höchstwahrscheinlich. Du beklaust ja auch alle Bewohner. Was? Ich? Es gab heute übrigens tatsächlich für die Presseversion ein kleines Update. Ein 300 MB-Update. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Aber es gab ein Update. Ich weiß nicht warum. Es gab eins. Mann, Klautraupe mal nicht, ey. So, wir gucken, wir überprüfen mal ganz kurz. Nee, jetzt nicht. Ja, das könnte schon noch ein ganzes Tick lauter. Nee, jetzt nicht. So, ist okay, oder? Vielleicht nachher noch einen Tick, müssen wir mal schauen. Guten Morgen, Onkel. Hallöchen. Ah, und Dunkelkong, moin. Bist ja doch aufgestanden. Ich bin schon längst aufgestanden. Ich bin 9:30 heute aufgestanden. Dafür, dass es gestern so lange ging und ich schlafe ja dann auch nicht sofort, wenn ich den Stream ausmache. Dafür, dass es gestern so lange ging, bin ich heute wirklich mit dem Wecker sofort 9:30 aufgestanden. Wie findest du Elex im Gegensatz zu Gothic und Ryzen? Ich würde es nicht im Gegensatz oder vergleichend sehen. Vieles erinnert daran. Also sehr, sehr viele Dinge, wenn die sich so unterhalten miteinander oder auch zeig mir deine Waren und so. Man fühlt sich schon recht schnell wieder in die Spiele zurückversetzt. Das ist ganz, ganz schön. Das ist ganz angenehm. Das finde ich sehr gut. Aber bisher habe ich noch nicht sonderlich viel von der Story oder so gesehen, um da viel sagen zu können. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat gestern, war das Hotel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mir hat sehr gut gefallen, dass wirklich jedes Zimmer, was ich dort betreten habe und mir angeguckt habe und viel nur via Jetpack erreichbar war, dass ich irgendwo immer was Kleines gefunden habe. Irgendwie, also, dass da eine kleine Geschichte drin war, obwohl es dafür, also es wäre nicht notwendig gewesen. So. Die Geschichte hat nichts, oder das, was da in dem Hotel erzählt wurde, hatte nichts mit dem Rest jetzt aktuell zu tun. Und das fand ich sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Topsy, moin. Hallöchen. So. Wir gucken mal ganz kurz in unser Questbuch. Atlas. Altlasten. Ach so, das war das. Offene Rechnung. Das mit der verbotenen Technik macht mir ein bisschen Angst. Das macht mir ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir gehen jetzt zu Arngrim, aber das macht mir Sorge. Dir hat es nur wegen dem Loot gefallen. Naja, so viel Loot war da jetzt nicht. Mir hat es halt wirklich gefallen, weil sie sich die Zeit genommen haben, das zu implementieren, obwohl es nicht... Also man hätte es jetzt nicht zwangsläufig erwartet. So, und das fand ich echt gut. Die Skelette, ja, oder? Die Skelette. War top. War super. So. Also vermutlich soll irgendwo hier soll vermutlich diese Waffe rumliegen. Ja, es ist natürlich jetzt ganz ungünstig, wenn hier drin jemand... Ach, der Jora. Wir sprechen mal mit Jora. Mal gucken, was der sagt. Hey, was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich hackt der mir nicht gleich den Arm ab. Der auf dem Klo war schön. Ich fand auch den draußen auf der Terrasse sehr schön, der noch seinen Kopf so stützte. Wie da, moin, Hallöchen. Geht ihr mal für mich einkaufen? Nein. Moin, moin, Sandy, Hallöchen. Guten Morgen. Gibt es ein Problem? Ja, ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Herzlichen Glückwunsch. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Und was erwartest du jetzt von mir? Naja, ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. Könnte man meinen. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Danke. Aber gut, ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Danke.
Oh, wir könnten Ornia verraten. Das ist ja interessant. Wir könnten Ornir verraten, der an den Outlaw den Schrott verkauft oder verkauft hat. Er macht das ja aktuell nicht mehr. Jax heißt er. Teufel. Jax. Nicht wie ein Gothic. Er will über sein Gerät hinwegsehen. Sag mal, was ist denn hier los? Ihr wieder. Isarus, habe ich dich schon ordentlich begrüßt, Heiner? Erzähl mir mehr über die Werke. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Der Schlund? Ja. Was dort lagert, soll in Vergessenheit geraten. Das Metall, das dort landet, kann nicht einmal mehr für unsere Klingen genutzt werden. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Okay. Ah, kommt bei Raupe auch Samstag, der Jazan. Also im Normalfall schon. Doppelt hält besser. Würde ich auch sagen, Isarus. Würde ich auch sagen. So gehe ich wenigstens auf Nummer sicher. Warum auf Technik verzichten? Schienenteile? Sind Elixit enthalten? Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter. Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Pyro, wunderschönen guten Morgen, Suchti. Von wegen, gar nicht. Das Micken, moin moin, Hallöchen, das ist Elex. Von den Machern von Gothic, von Piranha Bytes, ein neues Rollenspiel. Oh Gott, wie spreche ich denn deinen Namen aus? Chris frei. Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen und vielen lieben Dank für den Follow. Sehr cool, moin mein lieber, Hallöchen. Keine Angst vor ein paar Gegnern. Nee, schwierig. Kennst du dich überhaupt mit Alptechnologie aus? Mich interessiert ihre Technologie nicht. Yippie! Mich interessiert einzig und allein das Elex, das in ihr enthalten ist. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Okay. Maschine läuft schon, zweite kommt noch, einkaufen muss ich auch noch und zu Muttern. Ich muss heute Abend bloß auf eine Feier. Alles andere ist schon erledigt. Das hört sich fein an. Ja, Micken ist es auch. Und, yippie! Also eigentlich müsste ich ja kommen, wir holen die Raupe wieder raus. Yippie! Dann cool, mein Lieber. Vielen lieben Dank für den Sub. Herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Mach's dir gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen, vor allem in der Gruppendusche und ganz, ganz viel Spaß mit den Emotes. Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Dankeschön. Aber wir machen es ein bisschen schneller als sonst. So. Muss dann aber erst noch mal ein bisschen was arbeiten. Mach das, Feo. It's Press Version. Ruggisk. Ruggisk? I'm not really sure how to spell your name.
Hera, moin. Und ganz bestimmt nicht 24-Stunden-Stream. Evil Lumpy, moin moin, hallöchen. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen möchte. Das hier machen wir. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Elex unseren Gegnern überlassen können. Wir müssen nachher auf jeden Fall noch Pfeile kaufen. Alle Fälle. Das Sand in der Dusche? Das, ach so, wegen Sandkohl. Chris, aber frag Kami, die weiß es auch. Ah, okay. Alles klar. Chris. Hallo, Chris. I've answered you already, Rack. It's a press version. THQ Nordic gave it to me. Wir sagen das mal. Mal gucken. Ich hoffe, ich versau's mir jetzt nicht mit ihm. Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Du denkst also, unser Leben hier ist rückständig? Dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Soweit wir wissen, sind in nahezu allen modernen Apparaturen größere Ansammlungen von Elex enthalten. Natürlich findest du es auch sonst überall. Aber der Elex-Anteil ist in eben diesen Gegenständen beachtlich. Das Elex selbst ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es den Transformationsprozess durchlaufen hat, ist es uns möglich, mächtige Magie damit zu wirken. Und wer über diese Macht verfügt, braucht keine Technik. Das könnt ihr auch schneller haben. Spart euch die Transformation. Wie einfältig muss man sein, überhaupt daran zu denken? Weißt du nicht, was Elex aus einem macht? Doch, doch. Es macht dich stark. Ja, aber zu welchem Preis? Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also, machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben als Schutz vor dem Elex zu verstehen. Jetzt hast du es verstanden. Das ist schon sehr sinnvoll, was sie da tun. Der HGB, einen wunderschönen guten Tag. Ach so, hat er... Na, bist du dir sicher, Jintu? Ich dachte, es ist einfach nur nochmal nachhaken wegen oben. And I'm not really sure if you can pre-download Alex. I don't think so. Kairos, hallöchen. Würde den Preis für die Stärke des Elex zahlen. Das kommt ganz drauf an, Shanks. Wenn du mit der Magie auch stark genug bist, ist doch alles gut. Badorian, moin moin, hallöchen. Oder Bedorian? Badorian? Wie ist richtig? Team Alps. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Ja. Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Okay. Das kann ich leider noch nicht, das habe ich nicht geskillt. Macht Sinn. Nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Moin moin, Tomba, hallöchen. Gut, das wird jetzt interessant. Ich bin gespannt, was Jora dazu sagt. Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Ist das überhaupt erlaubt? Alle Achtung. Du stellst die richtigen Fragen. Angrims Aufgabe war ein Test. Und nein,
Es ist nicht erlaubt. Denn Technik hat einzig und allein hier beim Schlund ihren Platz. Und was habe ich jetzt davon? Zunächst einmal hast du uns bewiesen, dass du vertrauenswürdig bist. Nun. Aber ich schätze, du redest von Elexit. Wenn du willst, schau bei Angrim vorbei. Ich denke, für das Einhalten unserer Gesetze wird er dich gerecht entlohnen. Ich merke mir, dass ich Ornia verraten kann, aber ich möchte erst noch gucken, was ich noch für Optionen habe. Ich finde es total toll, dass er gerade geht. Du brauchst das hier ja nicht mehr, ne? Läuft das Ding? Irgendwie kapiere ich finde die Audiologs. Die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut. Also fassen wir mal zusammen. Chet war hier und wollte sich den Berserkern anschließen. Richtig? Richtig. Aber er hat wie immer auf dicke Hose gemacht. Auch richtig. Tja. Und dann hat er volles Fund aufs Maul bekommen und wurde aus der Stadt geschmissen. Exakt. Und wo sollen wir ihn jetzt suchen? In der Wüste. Wenn die Berserker ihn nicht nehmen wollten, denkt er vielleicht, er kommt bei den Outlaws unter. Gut. Bezahlen wir den Wirt und hauen ab. Wieso kamen mir die zwei Stimmen so bekannt vor? Wieso kamen mir die zwei Stimmen gerade so extrem bekannt vor? Ah, da steht nur verboten, auf Raubisch heißt das, nimm ich. Wann denn moin moin? Ah. Volles Wut aufs Maul. Niklas, moin moin. Zum Leveln fürs Stehlen, ja, gibt es. Keine Ahnung, sag's uns. Ich weiß nicht. Mir kamen die auch bekannt vor. Ja, aber ich weiß nicht, woher. Das waren Micha und Micha von Rocket Beans. Ah, wusste ich's doch, dass ich die noch nicht, auf jeden Fall noch nicht in Gothic oder so gehört habe. Das war mir klar. Ich wusste nur nicht, wo ich sie zuordnen soll. Ah, alles klar. Deswegen heißt es auch Audiologs der Bohnen. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Wie cool. Cooles Spielzeugauto. Nett. Nehmen wir mit. Wie fancy. Das finde ich fantastisch gerade. Rogi und Micha. Ah, wenn mir etwas auffällt in der Welt, darf man dich darauf hinweisen. Nee. Nicht zwangsläufig. Nur, wenn ich aktiv irgendwie eine Frage stelle oder so. Also bitte nicht irgendwie, geh doch mal da, schau doch mal dort. Halt einfach kein Backseat Gaming. Ich möchte gern selbst ein bisschen... Oh, halt, Teller. Ich möchte gern selbst in Ruhe erkunden. So, ist jetzt hier noch was? Geil, jetzt möchte ich die Audiologs finden. Cool. Ha, Chetorga, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Guten Morgen, Underworld. Und Hallöchen, Trucker, by the way. Ryan, vielen lieben Dank für den Host. So, Jora hockt hier davor rum. Das ist Ornia, ne? Genau, das ist Ornia. Jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich denn jetzt für eine Möglichkeit? Also, ich kann ihn verraten, was kann ich noch? Ich habe den Outlaw gefunden. Ist er tot? Nein, ich habe mit ihm geredet. Ach, scheiße. Er möchte, dass du den Handel mit ihm wieder aufnimmst. Du weißt also Bescheid, hä? Aber das kann er vergessen. Wenn einer von Angrims Spitzeln auch nur das Geringste mitbekommt, dann bin ich tot. Oder Schlimmeres. Wegen des Outlaws? Ja. Was genau war das Problem? Warum ich aufgehört habe zu schmuggeln? Angrim überwacht die Elex-Schwingungen in der Gegend. Das Risiko beim Schmuggeln von Maschinenteilen ist einfach zu groß geworden. Könntest du sie verschleiern? Handwerk 3, Risiko ist gar nicht so groß. Suggestion, das sollte für dein Risiko reichen. Okay, ich könnte ihn jetzt bezahlen, dass er mit dem Outlaw weiter handelt. Wir lassen das erstmal. Wir lassen mal ganz kurz die Quest noch offen. Der zweite Teststream. Warum habe ich hier eigentlich jetzt ein Ausrufezeichen die ganze Zeit dran? Ist ja nervig. Ich habe noch Lernpunkte.
In Fernkampf kann ich aktuell nicht. Ich habe hier Attributspunkte, habe ich aktuell keine mehr. Aber ich habe noch Lernpunkte. Und zwar 3 Stück. Dockler einsetzen, Chemie, Hecken, Bergbau. Ich würde gern erfahrener Jäger. Dafür brauche ich Intelligenz und Gerissenheit. Kann aktuell gar nichts wirklich skillen, weil mir die Attributspunkte dafür fehlen. Fehlen die ganzen Attributspunkte. Wobei, für Schlösserknacken fehlt mir nur Elexit aktuell. Für Klauen genauso. Waffen aufrüsten fehlt mir ebenfalls auch nur Elexit. Hacken genauso. Okay, Strahlungsresistenz, Blaka. Tiertrophäen. Okay. Vorsichtig durchgucken. Of Fame. Ja, genau. Ich bin Sachse, ich darf das. Das kommt manchmal durch. Zinni, moin, Hallöchen. So viele Fähigkeiten und so wenig Punkte. Wieso wenig Punkte? Ich habe gerade 3 Lernpunkte übrig. Ist da alles gut? Mein Eindruck bisher vom Game, ich mag es. Ich mag es. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören. Also bisher eigentlich anderthalb. Die mich stören. Das ist zum einen das generelle Interface. Das würde ich gern kleiner skalieren. Also ich hätte es wirklich gern kleiner. Mir ist das zu mächtig, ehrlich gesagt, im Bild. Beim Kampfsystem bin ich mir noch nicht so sicher, wobei wir gestern dann, wo wir jetzt, da wir ja jetzt geskillt sind mit Bogen, eigentlich recht gut so zurechtkamen. Also ich denke, wenn man geskillt ist und ein bisschen drin ist im Spiel, könnte das Kampfsystem auch noch was werden. Weil es noch bestimmte Attribute braucht, um sie zu lernen, ja. Das war aber früher, ach nee, das war früher nicht so. Das war in Gothic zumindest nicht so. Also in Gothic 1 und 2, in 3 weiß ich nicht, wie es da ist. Ich mag es, wenn sie sächsisch spricht. Kitty, habe ich dich begrüßt, Hallöchen. Starfire, moin, Hallöchen. Ist sie aus Sachsen? Ist sie, Filzfil. Raupe und Skill in einem Satz, ey. Was soll das denn jetzt heißen? Frechheit. Frechheit. So, warte mal. Lass uns mal überprüfen. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Elex-Nachschub. Ich soll Jora Maschinenteile bringen. Wir können erstmal zurück. Wir können erstmal zurück zu Angrim. Bohnenliebe. Eine kleine Gruppe von verwegenen Gestalten hat sich auf Magalan breit gemacht. Wenn ich nachvollziehen will, was es mit ihnen auf sich hat, sollte ich alle nötigen Informationen zusammentragen. Aber besser ist es. Finde die Audiologs der Bohnen. So schön. Ein neuer Deal? Ach genau, da muss ich Cormac das noch bringen. Das haben wir George. Das Ding ist, dass mir Angrim jetzt gar nicht mehr markiert ist. Jetzt muss ich ihn so finden. Na, das wird ja ein Spaß. Wirst du jetzt anfangen zu laufen, bitte? Muss man ja nicht nutzen, genau. Elbato, moin moin, Hallöchen, Andi, einen wunderschönen guten Morgen. Dann gibt's einen Follow. Den Follow gibt's nur, weil ich aus Sachsen komme. Filzfil, dankeschön. Vielen lieben Dank. Schulzi, moin, Hallöchen. Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Würde ich das Spiel empfehlen, wenn man Rollenspiele mag? Ja. Wenn man ein Grafik-Junkie ist, also zwingend dafür, dass man ein Spiel mag, voraussetzt, dass die Grafik Top-Niveau hat und super mega krass geil ist, dann nein. Wenn man aber ein Rollenspiel erwartet, ein gutes Rollenspiel mit guten Konversationen, mit einer bisher sehr, sehr guten deutschen Synchro, dann auf jeden Fall. Hi Piet, Momo, Hallöchen, MacBell, guten Morgen. Bild begeistert und sehr entspannt.
Zum einen gefällt mir, was ich hier von Elex sehe, und zum anderen habe ich entdeckt, dass wir in einen neuen Trailer. Darf ich den Trailer linken? Starfire Sekunde. Bitte schön, du darfst. Gesucht ist. Würdest du also als Skyrim-Spieler empfehlen? Puh. Es ist nicht mit Skyrim vergleichbar. Es ist nicht mit Skyrim vergleichbar, weil du in Skyrim ein völlig anderes und vor allem viel, viel leichteres Kampfsystem hast. Ein viel leichteres Kampfsystem. Aber rollenspieltechnisch finde ich es bisher fantastisch. Severin, guten Morgen, Hallöchen. Ein alter Gothic-Spieler. Naja gut, dann bist du ja mit einem schwierigen Kampfsystem vertraut. Dann wird es dir gefallen. So, Waffenhändler. Hallo. Du bist in Ordnung. Du bist in Ordnung. Das ist sehr böse, Dünkelkong. Das ist sehr, sehr böse. Raus. Felix, alles Gute zum Geburtstag. Guten Morgen, mein Lieber. Alles, 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 alles Gute. Wild und sehr sympathisch. Und Elex spielt's. Mehr als 30 Minuten zuhören kann, soll nicht abwertend gemeines sein gegenüber anderen Streamgirls. Alles gut, ich nehme das als Kompliment. Dankeschön. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Verstanden. So, ich brauche dringend Holzpfeile, perfekt. Die kosten 2 das Stück, das heißt 160 Elexit, ich möchte die haben. Wir brauchen auf jeden Fall Holzpfeile, wir kommen nicht rundherum. Schlangenbiss setzt halt Geschicklichkeit voraus. Ich würde das gerne noch behalten wollen. Ich würde Schlangenbiss gerne noch so lange behalten wollen, bis wir eventuell... Meine Stärke werden wir eh noch skillen, denke ich. Weil man bestimmte Rüstung nur mit Stärke tragen kann. Die Musik ist episch wie bei... Die Musik ist bisher sehr, sehr gut, Leichensalat, ja. So kein schwieriges Kampfsystem. Naja, man muss sich reinfinden. Und ich denke, das ist hier genau das Gleiche. Man muss sich reinfinden. And old gamer. That's nice. Was? Felix hat Geburtstag? Ja, Felix hat Geburtstag. Felix hat Geburtstag. Wie ist das Spiel? MacBell, mir gefällt es sehr gut. Kannst du es geben? Skyrim hat mir nicht so gefallen. Irgendwie der Impact gefehlt, wenn man einen Gegner trifft oder getroffen wurde. Ja. Das Amulett des Berserkers behalte ich auch mal, weil ich noch nicht weiß, ob wir eventuell Berserker werden. Gut möglich, gut möglich. Sogar recht wahrscheinlich, dass ich als Berserker spiele. Antitoxin. Ach, das sind auch Stiff. Höhere Resistenz gegen Gift. Ich werde sowas nicht benutzen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich es eventuell noch brauche. Den Presslufthammer behalten wir. Das meine, den kriegst du ganz bestimmt nicht. Einen Hammer kannst du haben. Die Öllampe ist eh kaputt. Den guten Teller kannst du haben. Den Krug. Dafür bekommt man einige Splitter. Den Kelch. Kann man heute noch spielen. Das Spielzeugauto darfst du auch haben. Geldbündel behalte ich mal noch. Sanftes Klopapier bleibt bei uns. Oh, wir hatten Zigaretten gefunden. Sehr gut. Bohnenliebe 2. Schön. Okay. Hatte ich nicht Pfeile gekauft? Ich hab doch bei ihm Pfeile gekauft. Oh Gott. Oh. Sally, vielen lieben Dank für den Host. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein episches Kampfsystem, aber nur mit Tastatur. Ja, ich habe auch nur mit Tastatur gespielt. Leichensalat. Ich habe auch bei der 2 bewusst wieder auf das alte Gothic 1-Schema umgestellt. Sally, danke schön. Guten Morgen, Liebes. Danke, danke, danke. Was habt ihr gemacht? Draufschießen mal blocken. Ein Freund von diesem Kampfsystem. War nie ein Freund. Autoreifen schleppen bei 20 Grad macht man ja Winterreifen drauf. Kommt doch aus Deutschland. Ja. Ja.
aber es ist trotzdem eine deutsche Synchro. Ändert ja nichts daran. Eine deutsche Synchro hat. Und die ist gut. Mit dem Teller hätten wir doch essen können. Ah, passt schon. So, was mache ich denn jetzt? Edan. Ich wollte Angrim suchen. Scheiße, wo war denn der? Oh Gott, das ist hier so groß. Wo war Angrim? Oran, Alrik, Cormac. Wenn ich das jetzt noch wüsste, in welchem Haus Angrim hockt. Beim Rüstschmied war er, glaube ich, nicht. Aber nun sieht ja schon schön aus. Ja, sieht schön aus. Das ist richtig, Jerry. Und guten Morgen. Scheiße, wo war denn der? Kann das das Haus hier gewesen sein? Oder das? Huch. Wollte ich nicht. Marker setzen. Wir probieren es mal da. Ich bin mir gerade echt mega unsicher, in welchem Haus der hockte. Haupe synchronisiert sich selbst. Ja, ja. Das ist ja alles aufgenommen und nachgesprochen. Oh. Teleporter-Schmiede. Wir waren hier oben noch nicht. Die Sache ist mir zu heiß. Ja, wir kommen hier nochmal hin. Ich muss mich jetzt mal auf eine Aufgabe konzentrieren, ansonsten... Nun ja, ihr wisst Bescheid. Rub it up, moin, Hallöchen. Hä? Du, hä? Ach nee, das war das. Das ist auf jeden Fall falsch. Das ist nicht das richtige Haus. Och Gottchen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich hab das vergessen. Ich habe das sowas von vergessen, wo das war. Wir probieren es mal dort. Huch! Oh Gott. Gott sei Dank hat man das Jetpack. Einfach nur einen Podcast aufgesetzt, ja. Völlig schutzlos am Monitor. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Du solltest beim nächsten Piranha Bytes Spiel auch eine Synchro-Rolle bekommen. Das wäre episch, wäre das. Episch! So, hier war doch... Hier ist Born. Born gefällt Suchst nicht, dass was? Ich hier drin bin. Das war auch nicht das richtige Haus. Tja, das ist jetzt echt kritisch. Das ist sehr, sehr kritisch. Ich habe vergessen, welches Haus das von Angrim war. Du haderst im Moment noch mit dem Elix-Kauf. Abwarten. Einfach lange anschauen und dann für sich selbst entscheiden, ob man es holt oder nicht. Das kann sowieso niemand anderer entscheiden für dich. Synchronisiere einen Baum. Genau, das ist eine sehr gute Idee. Guten Morgen, Modifier. Der Vorheriger hat dich gefragt, ob du was suchst. Ja, das fand ich nicht in Ordnung. Warum? Wieso fragt er mich das? Hier bin ich eindeutig auch falsch, aber hier gibt es Loot. Wegen falsch ist immer relativ. Hell. Besen. Öllampe.
Robber mit dem Baum fertig ist, ist er kahl. Am Dienstag, Starfire. Am Dienstag ist Release. Und damit glücklich wird es die Frage mit der Entscheidung. Boah, es ist gerade echt kritisch, das Gebäude zu finden. Richtige. Du verkaufst doch gewisse Dinge. Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas ganz Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals. Verzieh dich! Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Schlechte Laune? Ach, hör bloß auf. Manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt. Jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern. Wollen meine Splitter nicht, aber im Vorfeld behaupten, sie könnten alles beschaffen. Erzähl mir die ganze Geschichte. Nee, lass mal. Ich muss eh weiter. Mir ist da gerade eine Idee gekommen. Nichts für ungut. Bis später. Aha. Agamax, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Keyseller? Ich kaufe nicht bei Keysellern, Brian. Aber ich rede da auch niemandem rein. Ich mache es aus Prinzip nicht. Ich habe mich noch nirgendwo angeschlossen, Kitty. Konnitzni, moin moin, hallöchen. Der geht einfach weiter, verhau ihn. Jeremies, einen wunderschönen guten Tag. Mach ich nicht. Mach das, Chiturga. Bis später. Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ah ja, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber hier ist nicht der richtige Ort, das zu besprechen. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher. Die Zeche geht auf mich. Interessant. Hört heute mal an. Ja, ich habe sie heute angelassen. Weil es ist ein Rollenspiel wie Skyrim, wie Gothic. Da haben wir die Alerts auch an. Und solange es nicht zu viel wird, im Zweifel kann ich sie dann immer noch abstellen, wenn es zu viel wird. Moin moin, Wusler. Rekward, guten Morgen. Und yippie! Rödel, vielen, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen bei den Flauschrauben. Mach es dir bitte gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Viel Spaß auch in den Gemeinschaftsräumen, die du jetzt besuchen darfst. Die anderen warten dort schon auf dich. Wir haben eine fantastische Gruppendusche. Und ganz, ganz viel Spaß mit den Emotes. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das ist Mats Stimme, oder? Das ist doch 100 pro Mats Stimme gewesen. Ich bin kein Vollzeit-Streamer. Das wäre schön, wenn ich das wäre, aber das bin ich nicht. Nein, ich arbeite im Support bei einem mittelständischen Softwareentwickler und mache für das Unternehmen das komplette Marketing. So, hallo. Jora ist also, macht hier irgendwelche merkwürdigen Deals. Ich find's ja witzig, dass die alle auf dem Bauch schlafen. Ich will jetzt auch schlafen. Huch, ich will jetzt nicht schlafen. Du bist nicht auf meiner Gästeliste. Ja, ist gut, ich gehe ja schon. Mann, ich will auch irgendwo ein Bett. Der Kerl hat noch nie etwas getauft. Na sowas. Ist das dein Ernst? Heute ist mein Tag. Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör.
Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Das glaube ich noch nicht. Wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Ich trinke mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Früher oder später musste das ja passieren. Stormson, ich glaube nicht, dass das was wird, was du da vorhast. Das glaube ich nicht. Hab ich doch auch gerade gesagt. So viel Köche. Hier noch irgendwelche mit Namen? Frag mich nicht, was das soll. Hör nicht auf diesen albernen Kack. Gottchen. So kann das wirklich nicht enden. Die Stimmen rundherum sind... Oran, solltest du nicht hinter der Theke stehen? Nee, schiffst du hier erstmal direkt neben deine Taverne. Was soll das denn bitte? Das ist ja widerlich. Loops, moin moin, hallöchen. Weiß ich immer noch nicht, wo ich Angrim finde. Dort nicht. Das ist die Hütte von Jora. Gruppendusche? Ja. Ja, meine Gruppendusche im Kokon. Voll das IT-Girl. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Hier bin ich auch nicht richtig. Ist da jemand? Nein, da ist niemand. Mann, ich muss doch diese Hütte wiederfinden können. Das gibt's doch gar nicht. Hier war ich auch noch nicht drin. Wir haben mit Kaldrim noch nicht so richtig gesprochen. Müssen wir ja auch noch. Major Dutch, moin moin. Ja, der hat da hingepinkelt. Naja, irgendwo muss er ja hingehen. Oh, warte. Oh, 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 das sieht gut aus. Oh, 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 oh. Oh, Gott sei Dank, ich hab dich gefunden. Oh. Jetzt muss ich mir merken, wo der ist. Hör auf damit. Beim Waffenhändler. Beim Waffenhändler ist Angrim. Hallo, Angrim. Oh, Gott. Und noch Freude am Spiel, klar. Bierballett, moin moin, hallöchen. So kann Samstag beginnen. Das klingt sehr gut. Spikey, moin moin, hallöchen. Mein Ersteindruck ist gut bisher. Das kann ich dir nicht beantworten, Jerry. Ich bin kein Konsolenspieler. Deswegen gibt's da für mich eigentlich keine wirkliche Option. Yippie! Lass uns Schakal, ja, gehen. Check. Dann habe ich dir volles Pfund aufs Maul. Check. Yippie! Modifier, vielen, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen auch an dich bei den Flauschraupen. Bezieh bitte deine eigene ganz private Gummizelle im Kokon. Sie ist noch ein bisschen kahl, aber das kommt mit der Zeit. Ansonsten darfst du dich natürlich auch in den ganzen Gemeinschaftsräumen aufhalten. Dort warten auch die anderen. Da könnt ihr gemütlich gemeinsam den Stream schauen. Und ich wünsche dir viel Spaß in der Gruppendusche. Ich muss das erwähnen, das ist ganz, ganz wichtig, sonst kriege ich Ärger. Vielen, vielen lieben Dank und ganz viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Danke dir. Die Gruppendusche hat mich überzeugt. Wow. Jora sagt, ich habe deinen Test bestanden. Das hast du. Ich bin beeindruckt. Die meisten erfüllen ihre Aufgabe, ohne nachzudenken. Du hast jedoch mit Verstand gehandelt. Deine Weitsicht soll nicht unbelohnt bleiben. Außerdem erwarte ich, dass du auch in Zukunft redlich handelst. Wegen des Klerikers. Ich kann den Kleriker verraten. Das muss ich aber alles noch ein bisschen entscheiden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das möchte. Ich könnte Bertram verraten, also den Kleriker. Und ich könnte... Yippie! Wie hieß er? Oran? Ja, damit den Outlaws handelt, verraten. Ha, Krisoka! Yippie! Krisoka, auch an dich. Viel, viel lieb Dank für den Sub. Herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Du hast es gerade gehört. Mach es dir gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen. Viel Spaß mit den Emotes. Und ein riesen, riesen Dank für diesen Sub. Danke für die damit verbundene Unterstützung. Ich weiß es wirklich sehr, sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank. Und guten Morgen. Ah, moin, moin, Rosiel. Moin, Seppel. Hallöchen. Konsole ist keine Option. Richtig. Fast immer der Konsole den Vorzug geben. Ja, wenn der PC nicht so top ist, dann ist es natürlich, also dann ist es eine andere Sache. So, pass mal auf hier, wir haben Vogelfrei.
Von fast allen. Ach Gottchen. Die halbdefekte Blechdose. Edan. Gesetz der Berserker. Achso, das hier könnten wir jetzt. Wir könnten Cormac mal den Bewegungssensor bringen, auch wenn ich das nicht gut finde. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger mit den anderen, mit Angrim etc. Ich war aber nicht auf PS4, kommt doch, doch. Ach so, sollte aber an eine PS4 rankommen. Power-PC für das Spiel. Loops, Minimalanforderungen anschauen. Ich habe von Technik nicht die Ahnung. Graver One, moin, hallöchen. Ob ich hier hochkomme, ohne mich aufs Fressbrett zu legen? Lass die Technik lieber stecken. Sehr ruhig. Lass dir schmecken, Starfire. Mir geht's super heute, Heiner. Mir geht es sehr, sehr gut heute. Ich kann mich nicht beklagen. Bis später, Starfire. Zockt dann trotzdem gemütlich auf der Couch. 4K auf TV. So, der Teil hier gefällt mir jetzt nicht ganz. Ach, hoch, der schläft. Will auch schlafen. Was willst du hier? Och, Menno, ich will schlafen, will ich. Meine Fresse. Huch, wo bin ich denn hier? Es scheint ein Händler zu sein. Was ist hier los? Was? Was ist denn? Was denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Was? Diebstahl, ich hab's genau gesehen. Was? Ich würde hier echt gern irgendwo pennen dürfen. Das wäre total schön. Und ich will Handwerksskillen. Das wäre auch schön. Aber erst muss ich hypen. Hoppai! Niklas! Vielen lieben Dank auch an dich für den Sub. Nimm bitte den Schlüssel zu deiner eigenen privaten Gummizelle an dich. Mach es dir dort gemütlich. Die ist sehr, 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 sehr flauschig. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen. Du hast es ja gerade alles schon gehört. Auch in der Gruppendusche. Und ganz, ganz viel Spaß bei der Benutzung der Emotes. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Danke vielmals. Immer noch oder schon wieder, Van Bommel? Schon wieder. Ich habe geschlafen. Trauben aber auch immer so lange klebrige Finger haben. Da lag Hamon sich. Ja, lagen da. Dünkelkong. Hier waren doch irgendwo Betten. Kann ich nicht einfach auf der Couch pennen oder so? Oh. Darf ich mich hier hinlegen? Ist ein Bett frei? Darf ich? Leg mich mal hier hin. Oh, Gott sei Dank. Stiebdahl! Technik-Check. Ja, das ist gut möglich. So.
Meine Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Hallihallo, Hallöchen. Oh, wollen wir mal ganz kurz mit Ragnar sprechen? Vielleicht können wir ihm ein bisschen was berichten. Ach, wegen Sinda. Ich komme von Sinda. Und warum kommt sie nicht selbst? Ist auch egal. Was will sie? Sie braucht neue Leute, die die neuen Lieferungen aus dem Wald bringen. Ist das nicht der Job des Eisenclans? Ach, ich will es gar nicht wissen. Die Nebelkrähen haben jedenfalls keine Krieger, die sie entbehren können. Versuch es beim Hammerclan. Warlord Cormac ist dafür dein Mann. Okay. Gut, also müssen wir Cormac die Waffe bringen. Das finde ich nicht gut. Ich möchte davor speichern. Weil ich das eigentlich nicht gerne tue. Fremdenbetten schläft sich doch am besten. Ich weiß nicht. Ich schlafe eigentlich sehr gerne in meinem eigenen Bett. Du, moin. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Sinda schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammerclans zählen. Bring mir etwas bei. Ja. Ja. Kann momentan noch nichts von ihm weiterlernen, ne? Nee. Den überall Attributspunkte. Nun gut, dann sagen wir Sinda jetzt Bescheid. Die wird sich zumindest freuen. Ich Lass hoffe den das. Unfug. Ach, sei ruhig, Mann. Die wird sich freuen, dass sie wieder jemanden hat, der ihr Waren beschafft. Riskiere zwar dafür meine Reputation, aber hey. Oh, Apfel. Halt. Hier lag noch einer. Ich habe ihn genau gesehen. Da. Hier liegt auch noch einer. Oh, großer. Oh, Elixit. Das Kampfverhalten. Ich hatte gestern so meine Schwierigkeiten. Ich glaube aber, je besser man geskillt ist, also je stärker man ist, und je besser man auf eine spezifische Waffe geskillt ist, desto einfacher wird es. Ich denke, das ist ähnlich wie bei Gothic, dass du am Anfang halt voll die Nulpe bist und alles total kacke und scheiße ist und dass das später besser wird. Ist eine Vermutung. Hassen die mich, wenn ich die Federviecher kille? Merkt keiner. Erfahrungspunkte. Was keiner sieht, nehmen wir es mit. Und es ist Fleisch und Federn. Ja gut. Hat niemand... Ich war das nicht. Ich weiß nicht, warum die tot sind. Das muss hier eine ganz schlimme Seuche sein. Ganz schlimm. So. Der Hammerclan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Hab ich. Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen und 250 für den anderen. Viel Spaß damit und gib nicht alles auf einmal aus. Gott sei Dank habe ich das genommen. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ja, meine Fresse, dann kriege ich halt nicht so viel. Weißt du, sagst jetzt nicht 300, kriegst du halt nicht so viel. Bäm, 500. Bäm. Jesus Maria. Bring mir etwas bei. Nice. Natürlich. So, was haben wir denn hier? Reicher Kampftheorie. Gruppe. Stimmt, wir können ja dann noch Gefährten mitnehmen. Aber das kann ich alles nicht lernen. Ich muss Gerissenheit noch ein Stück skillen, damit ich Attributspunkte hochkriege. Und erfahrener Jäger hätte ich auch gerne. Intelligenz und Gerissenheit.
Was heißt denn hier Chitorino? Hallo, ich war nur mega lieb. Hühnerdieb. Würden sich die anderen Federviecher rächen? Gaugamon, guten Morgen. Hallöchen. Oh, nice. Ich freue mich gerade sehr. Ich will Handel. Gut. Sieh dich nur um. Sehr, sehr nice. Was hast du? Ich brauche Pfeile. Falls du Pfeile hast, nehme ich die auf jeden Fall. Einfache Holzpfeil. Die nehme ich dir alle ab. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Wäre was zum Verkaufen aktuell? Wieder irgendwelchen Müll gelootet? Hier ein Krug, ein Besen, eine Öllampe. Hammer haben wir noch ein paar. Halt mal ein, weil ich nicht weiß, ob ich eventuell zum Craften einen Hammer brauche. Trophäe. Vielseitig verwendbar. Schutz vor Kälte macht sich gut als Dekoration. Von dunkelgrüner Kapuze. Ja. Guten Morgen, Paddy. Moin. Besser haben als brauchen, ja? Klopapier ist wichtig. Ich habe das auch extra behalten, weil das sanft ist. Ist das selten. Dann halt nicht in toll. Was, in geschrien? Du musst nicht rumschreien, Paddy. Oh, verdammte Technik. Ach, halt die Fresse. Erst schießen, dann fragen. Das muss ich noch gucken. Was mache ich denn mit dem Outlaw? Was mache ich hier mit dem Outlaw? Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Hungi Elex, ich will auch. Ist doch nicht mehr lange. Wir haben schon Samstag. Schlachthaus. Hast du schon eine... Oh, stimmt. Wir könnten... Ah, gut, dass du das sagst. Das war ungefähr hier. Wir gehen da mal eben hin. Diese Höhle. Wir könnten das Eisenerz jetzt aus der Höhle holen. Wir haben zwar keine Picke, aber ich habe Presslufthammer. Die Höhle war doch hier irgendwo. Wir das Erz nicht abbauen konnten. Da hinten war sie. Apropos, Oryk. Diese scheiß Mutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen. Hier geht schon einer ab, wenn es nur die Map öffnet. Bam! Ah. Euphonic, Mahlzeit, Zuckerfarm, Hallöchen, Nya, Moin. Genau, ich leihe nur für unbestimmte Zeit aus. Welches Level, wie lange spielst du schon? Jetzt spiele ich ungefähr knapp insgesamt 8 Stunden. Und ich bin, glaube ich, Level 5. Guten Morgen, Trash Kennex. Moin, Hallöchen. Mischung aus Gothic mit Cyberzeug, ja. Der Char heißt Jax. Er hat einen Namen. Ich sehe hier keinen Mana. Guck dich doch um. Unsere Setzlinge sind voll davon. Unser Mana ist umgewandeltes Elex. Mutanten ernähren sich von Elex, also versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Allerdings macht sie das schwach. Umso besser für mich und meine Waffe. Ich bin übrigens Oryk vom Hammer-Clan. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Gaugamon, nein, kann man nicht. Kann man Piranha-Bites typisch nicht. Nice. Aber wo ist eigentlich Xardas? Den hat man hier nicht, wobei man den Sprecher hat. Den Sprecher haben wir schon gehört. So, Verdammter Technikkram. Sei ruhig. Marke können wir wieder entfernen. Jetzt würde ich gerne... Ich würde gerne... zu dem Outlaw...
Ach so, naja, das kann ich ja... Ich will den halt nicht bezahlen. Dafür, dass er wieder mit ihm handelt. Ich könnte ihn verraten. Ich gehe mal ganz kurz hin. Vielleicht... Wir gehen mal hin. Vielleicht kann ich ihn davon überzeugen, einfach die Waffe zu nehmen und sich und dann zu verschwinden. Den bitte der Presslufthammer her, den habe ich auf dem Schrott gefunden, Gaugamon. Den habe ich auf dem Schrott gefunden gestern. Yippie! Xerkor, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen im Kokon bei den Flauschraupen. Mach es dir bitte gemütlich in deiner eigenen ganz privaten Gummizelle. Fühl dich ganz fest gedrückt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen. Die anderen warten dort schon auf dich, werden dich freundlich begrüßen. Und ganz viel Spaß auch in der Gruppendusche und natürlich bei der Benutzung der Emotes. Vielen, vielen lieben Dank. Genau, das ist ein Endzeitspiel. Nix Mittelalter oder irgendwas. Ganz tolle Technik, in der der das dematerialisiert aufbewahrt. Gaugamon. So ist das. Schicke Zahl, 333 Flauschraupen. Unisex? Ja, Paddy. Ja. Weil man erst ab dem 8. Monat seine eigene private Dusche bekommt, deswegen gibt es Gruppenduschen. Irgendwie muss ich's ja machen. Er hat Timelord-Technologie, genau. Er hat quasi eine Mini-TARDIS. So sieht's aus. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht direkt bei der Wache rauskomme. Deswegen springen wir hier runter. Hui! Hier auf dem Schrott habe ich den übrigens gefunden, den Presslufthammer. Da so. Das Berserker als Hippie so einen Presslufthammer nutzen. Ich bin noch kein Berserker-Zoom. Noch bin ich fraktionslos. Dünkelkong, ich mache heute nicht so ewig. 16 Uhr vermutlich. 16 Uhr ist heute meine Grenze, weil ich heute Abend weg muss. Bigby, mein Freund. Scheiße. Gut, das geht nicht. Da ist ja Silvester an dem Gürtel dran. Warum brennt eigentlich der Mantel nicht ab? Der ist feuerfest. Guten Morgen, Timmy. Und ja, Real Life geht über Twitch. Nein, ich nehme mir so selten frei. Quasi von Twitch. Heute ist eine Geburtstagsfeier. Und da ist das nun mal so. Ich weiß, dass da drüben ein Viech ist. Oh, da ist es. Da, siehst du? Wollen wir es mal probieren? Bitte, wir sterben. Scheiße. Raus aus dem Sichtfeld. Oben ist schwierig gerade. Da gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit, wo ich mich raufstellen kann. Ich weiß nicht, ob ich es eventuell von dem Baum aus sehe. Schauen wir mal.
Nun. Schade. Ich hatte gehofft, ich komme da irgendwie ganz nach oben. Nein! Och man. Schnabeltier, guten Morgen. Ich schwill hier irgendwie hoch, bitte. Sei ein lieber Baum. Au. Das hat wehgetan. Warte, ich habe noch eine andere Idee, wo wir lang können. Seht ihr? Oh, da ist es. Da ist es. Mal gucken, wie weit wir schießen können. Wo ist es hin? Da. Ich glaube nicht, dass ich so weit schießen kann. Aber wir könnten... Ih, da steht ja noch eins. Die Welt ist echt geil, die ist fantastisch. Also das ist schon richtig schön gemacht. Kralle. Okay, ein gutes Messer. Und dank dem Jetpack ergeben sich halt unglaublich viele Möglichkeiten, das zu erkunden alles. So, jetzt sehe ich aber von hier aus, die haben die Bäume doch mit Absicht hier hingestellt. Mumia, einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen, die haben die Bäume 100 pro mit Absicht dahingestellt. Ich sehe nämlich von der Stelle aus das Viech nicht. Was da rumlatscht. Das da. Das Problem ist, die Viecher sind stark. Sind wirklich stark. Ich bin sehr schwach. Ein Geräusch. Wir probieren's. Cyro, moin. Der ging daneben. Fuck. Scheiße! Oh! Oh! Huha! Hi, Happen, Muhaha! Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben. Bis die Tage, Dünkelkong. Abschießen kostet aber so. Also Bogen benutzen kostet. Ist das ein junger oder ein ausgewachsener Hornwolf? Es wurde ein bisschen hektisch, nur ein bisschen. Jetzt ist da drüben noch einer. Dann da weg. Super. Hier auf dem Weg nach oben dürfte eigentlich nichts mehr sein.
Weil wir hier ja mit Duras hochgelaufen sind. Ist das so? Ja, oder? Guten Morgen, Defgan. Weißt du, ob es Respawn gibt? Ich weiß es nicht. Ich denke einen nicht. Einen Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Mehr oder weniger. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Ist das so, Drog? Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Bisher mein Eindruck von dem Spiel Guten Morgen, Deadline. Ich mag es sehr. Es gibt ein paar kleine Kritikpunkte, die ich verbessern würde noch. Aber generell mag ich es sehr. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja? Nur weil wir gut gesichert sind, heißt das nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Und ich lasse unseren Schutzwall nicht unbewacht. Merkt ihr einfach, dass ich hier die Wache bin und du ein Niemand. Also machst du besser das, was ich dir auftrage. Was willst du denn? Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich, auch wenn es die letzte Plörre ist. Juhu. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Nun gut. Wir bringen ihm ein Bier. Ich glaube, das ist ein recht bekannter Synchronsprecher. Von der Hauptstimme. Und Smoking Joe, guten Morgen. Ich muss aber eben mal ein kurzes Päuschen einlegen. Ich beeile mich, schnell wieder da zu sein. Ich muss bloß echt, ich habe schon 2 Kaffee getrunken und Wasser ganz viel. Ich muss mal eben wohin. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Lauft mir nicht weg, holt euch, geht vielleicht ebenfalls für kleine Flauschraupen und holt euch was Neues zu trinken, einen Kaffee oder was auch immer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.